Dürfen Männer Uhren tragen, wo nur im Uhrwerk, also innen, Gold enthalten ist? Nein. Man darf als Mann keinen Schmuck tragen, der aus Gold ist. Ganz gleich, ob das Weißgold ist, denn Weißgold ist auch Gold. Der Prophet Sallam hat keine Unterscheidung gemacht. Er nannte allgemein was? Gold. Die Überlieferung ist bei Ibn Majah. Er sagte, alayhi salatu wassalam, das Gold für die Männer in meiner Umma ist verboten und für die Frau, für die Frauen erlaubt. Und daher trägt ein Mann kein Gold. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Überlieferung ist bei An-Nasa'i, wenn ich mich nicht irre. Er sah einmal einen Mann, er hatte einen Goldring. Ein Goldring, was wir heute oft sehen. Dann ging er hin und zog diesen Ring aus dem Finger und warf ihn weg. Überlegt mal, das macht ihr heute in dieser Zeit mit einem der Shabab. Was holt er gleich? Ein Schlagring. Dann sagten die Sahaba radiallahu anhum, intafi' bih, mache was Nützliches mit diesem Ring, das heißt, verkauf ihn oder mach irgendwas. Hauptsächlich du trägst ihn nicht. Er sagte, wallahi, niemals werde ich etwas nehmen, zurücknehmen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam weggeworfen hat. Allahu Akbar. Schaut mal, was das für Herzen waren. Die, wenn die Offenbarung zu ihnen kam, der Beweis zu ihnen kam, dann haben sie sofort diese Sache beendet. Heutzutage, du musst jemandem die Füße küssen. Nicht damit er keinen Goldring trägt. Goldkette, goldene Uhr, goldenen Ohrring manchmal. Und ich weiß nicht, was die Männer heutzutage alles tragen. Und das ist Jahl. Er kommt am Freitag, er rasiert sein Bart und trägt Gold, weil er denkt, er will sich extra schön machen. Er hat keine schlechte Absicht. Passt auf, liebe Geschwister. Er hat keine schlechte Absicht. Aber auch wenn er keine schlechte Absicht hat, müssen wir ihm die Wahrheit erklären, ja oder nein? Natürlich, weil er somit sich dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam widersetzt. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.